Der Unterschied zwischen der Standard-Monovisionsbehandlung und Prespimax ist die Induktion von sogenannten sphärischen Aberrationen. Was sind sphärische Aberrationen? Das sind Sehfehler höherer Ordnung, die nicht mit der Brille auskorrigiert werden können. Und die tragen dazu bei, dass man eine wesentlich höhere Tiefenschärfe bekommt. Das heißt, man sieht in dem Fall noch besser in der Nähe als mit einer Standard-Monovision. Und die Verträglichkeit zwischen den Augen bei einer entsprechenden Einstellung ist wesentlich besser, als wenn wir nur die reine Monovision anwenden würden. Ich lade Sie herzlichst ein, unser Team persönlich zu kontaktieren. Während des ersten Gesprächs können Sie erste Fragen stellen und Sie können auch den ersten Eindruck gewinnen, wie wir mit dem Patienten umgehen und was Sie bei uns zu erwarten haben.